Lieber Klaus-Peter, heute ist es soweit, heute ist dein Ehrentag und deswegen wollen wir als deine junge Union, deren Ehrenkreisvorsitzender du bist, dir heute natürlich auch ganz herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren. Wir wollen nicht nur gratulieren, wir wollen auch Danke sagen, oder ich will zumindest diese Gelegenheit auch nutzen, um Danke zu sagen. Danke für die letzten Jahre, in denen wir gut miteinander zusammengearbeitet haben, in denen ich viel lernen durfte, in der wir das ein oder andere Mal auch sehr intensiv miteinander diskutiert und gerungen haben. Ich erinnere mich da zum Beispiel an so einen Sonderkreisparteitag, den die JU gefordert hat zur Großen Koalition. Wir haben ja mit Sicherheit schon das ein oder andere auch miteinander erlebt. Eines war dabei aber immer klar, mit dir kann man reden oder mit dir konnte man reden. Auf dich kann man dich zu 100% verlassen und das, was du einem gesagt hast, das war am Ende auch so. Und das ist etwas, was ich doch auch sehr zu schätzen weiß und was wir alle auch als JU sehr zu schätzen wissen. Wir freuen uns immer, wenn du mit dabei bist, wenn du auf unseren Terminen mit da bist, wenn du uns unterstützt und auch einfach immer mit einem offenen Ohr uns zur Verfügung stehst. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich und deswegen hoffen wir, und das wäre das größte Geschenk eigentlich, dass wir in den nächsten Jahren noch weiter so miteinander zusammenarbeiten können, dass wir auch weiter, wenn es mal notwendig ist, hart miteinander diskutieren können und dass wir ansonsten einfach gemeinsam weiter eine erfolgreiche Arbeit machen. Dir persönlich wünsche ich alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel Glück, alles, was du dir wünschst und dass du heute einen wunderbaren Tag hast und ja, jetzt gibt es noch das eine oder andere bekannte Gesicht, das die Gelegenheit auch nicht ungenutzt verstreichen lassen will, um dir noch einen schönen Geburtstag zu wünschen. Lieber Klaus-Peter, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute, Glück, Gottes Segen, Gesundheit vor allen Dingen zu deinem 60. Ja, 60. 1961 geboren, in dem Jahr, als die Mauer errichtet wurde. Und ich erinnere mich daran, wie du vor über 30 Jahren immer erzählt hast, wie stolz du darauf warst, dass dein Sohn im Jahr 1989 geboren wurde, in dem Jahr, als die Mauer nach einer Generation wieder gefallen ist, als die Freiheit am Ende über die Diktatur der Kommunisten in dem anderen Teil unseres Landes gesiegt hat. So lange sind wir schon verbunden, damals schon gemeinsam gekämpft. Eine schöne Zeit, eine gute Zeit, die wir gemeinsam in der Politik im Rheingau-Taunus-Kreis verbracht haben. Ich freue mich, dass das noch lange so weitergeht und jetzt gehen wir im Jahr 2021 wieder auf die Bundestagswahl zu. Ich freue mich, wenn ich ein neues T-Shirt im Bundestagswahlkampf mit einem Konterfei dann bekomme, um kräftig mit dir für die Union und dafür, dass du unseren Wahlkreis weiterhin in Berlin vertrittst, kämpfen zu können. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen schönen Geburtstag. Morgen werden sich alle darüber freuen, dass sie wieder zum Friseur können. Aber das ist eine andere Geschichte. Da werden wir dann beim 70. drauf zurückblicken, wie das denn so war mit der Pandemie und den Friseurterminen danach. In diesem Sinne, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lieber Klaus-Peter, zum 60. Geburtstag alles Gute aus Lorch. Bleib konservativ, ich wünsche dir einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hallo Klaus-Peter, da wir ja dieses Jahr deinen Geburtstag nicht zusammen feiern können und du 60 Jahre alt wirst, wünsche ich dir auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lass dich im Rahmen deiner Familie ordentlich feiern, genieß deinen Tag und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich alle wieder und können zusammen ordentlich feiern. Bis dann! Klaus-Peter, altes Haus. Ich grüße dich aus meinem Büro. Du schwitzt gerade da drüben im Plenum. Ich komme jetzt gleich zur namentlichen Abstimmung und gratuliere dir aber jetzt schon von hier aus ganz herzlich zu deinem 60. Geburtstag. Man kann es kaum glauben, dass du erst 60 wirst, wenn man sieht, wie lange du politisch tätig bist. Und auf der anderen Seite, dass du schon 60 wirst, wenn man dich kennt, wenn man sieht, welchen Spaß du dir bewahrt hast, welchen Humor, welche Jugendlichkeit. Es macht mit dir auch immer Spaß, noch ein Bier zu trinken nach der Sitzung. Ich hoffe, wir können das demnächst öfter machen. Und du bist jemand, der auch mein politisches Leben sehr geprägt hat. Von den ersten Begegnungen mit der JU, als ich stolz war, dass du sagen durfte zu dir, bis hin zu deiner Nominierung, als wir Lieder komponiert haben mit Andrea Krämer und anderen zusammen, bis hin zu deiner tollen Unterstützung, als ich uns verlassen habe, als wir vieles sehr vertraulich miteinander besprochen haben und du mich auch unterstützt hast.
Bleib einfach so, wie du bist. Bleib weiter unbequem, mach ein bisschen Durcheinander hier in Berlin und bleib vor allem gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Lieber Klaus-Peter, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 60. Geburtstag und hoffe, du kannst ihn trotz Corona ein bisschen genießen. Lieber Klaus-Peter, so, jetzt ist es soweit. Jetzt hat es auch dich ereilt. 60 Jahre, Klaus-Peter, wünsche ich. Gratuliere von ganzem Herzen. Wünsche dir alles erdenklich Gute. Glück auf und Gottes Segen. Was fällt mir zu Klaus-Peter Wilsche ein? Ich bin froh und dankbar, dass sich unsere Wege na, irgendwann Ende der 80er Jahre, als ich in die Union gegangen bin, erst in Jedu-Hohenstein, dann Abergen-Hohenstein, dass sich unsere Wege dort gekreuzt haben. Und umso schöner, dass sich unsere Wege immer noch begegnen, fast täglich, und dass wir meist auch in die gleiche Richtung gehen. Was ist Klaus-Peter Wilsch für ein Mensch? Ein besonderer, das steht fest. Ich glaube, was dich besonders ausmacht, was ein Merkmal ist, und du bist dir da sehr treu geblieben, das ist deine Bodenständigkeit. Geprägt von einem hart arbeitenden Elternhaus, mit Entbehrungen auch in der Kindheit, hast du diese Bodenhaftung bis zum heutigen Tage nicht verloren. Das ist nicht selbstverständlich. Du bist ein geradliniger Mensch, äußerst geradlinig, für deinen Gegenüber oftmals erschreckend, wie klar und deutlich du ihm seine Meinung sagst. Aber, und das ist ganz wichtig, ohne persönlich verletzend zu sein. Und du hast Überzeugung, Grundüberzeugung, und bleibst diesen treu. Du verbiegst dich nicht dem Mainstream, dem politischen Mainstream gegenüber, sondern sagst doch Dinge klar und deutlich, wissentlich, dass das eventuell nicht ganz en vogue ist. Aber du bist zutiefst von diesen Überzeugungen überzeugt. Insofern ist für dich Buckeln vor einer Regierung, Buckeln vor Ministern ein Fremdwort. Das hat vielleicht dazu geführt, dass du eben ein solches Amt nicht mit dir trägst. Aber ich muss sagen, was erwarten wir Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland von unseren Volksvertretern? Wir erwarten eben nicht Bücklinge. Wir erwarten eben nicht Volksvertreter, die vor der Exekutiven dienen. Wir erwarten Volksvertreter, die erste Gewalt so aufnehmen und täglich der Exekutiven den Spiegel vors Gesicht halten. Das machst du, das zeichnet dich aus, und ich glaube, solche Menschen brauchen wir im Deutschen Bundestag, im Reichstag in Berlin und eben nicht viel zu viele von den anderen, wie ich es beschrieben habe. Ja, und unvergessen ist für mich natürlich die Zeit, vermutlich ebenso wie für dich, aus unterschiedlichen Gründen, vermutlich die Zeit, in den Wochen und Monaten und in dieser Endphase 1998, als es darum ging, den Einzug in den Deutschen Bundestag, damals noch in Bonn, sicherzustellen. Ich rede von der Wahlkampfphase. Unvergessen für mich, damals als JUDO-Kreisvorsitzender diesen Weg begleiten zu dürfen und dann auch in der Endphase als Wahlkampfmitarbeiter, als Wahlkampfleiter, morgens um 7 in der Hirsenstraße dich abgeholt und abends zur später Stunde. Meist hast du dann schon auf dem Beifahrersitz geschlafen, dich abgeliefert. Tolle Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit, aber auch persönlich für dich diese Tage und Wochen eine sehr schwierige Zeit. Und da eint uns dann doch noch etwas, lieber Klaus-Peter. Wir sind beide überzeugte Ordnungspolitiker, Ordoliberale. Wir haben die gleiche Schule durchlaufen, an der Johannes-Gutenberg-Universität zu Mainz, haben den gleichen Abschluss mit im Titel des Diplom-Volkswirten, des altehrwürdigen Nationalökonomen, den es so leider heute nicht mehr in dieser Zeit gibt. Aber es ist täglich schön, und zwar in den letzten Jahren sehr wichtig und gut, zu wissen, dass im Deutschen Bundestag nicht nur Lehrer sitzen, nicht nur Juristen sitzen, sondern auch Ordnungsliberale, die an die Kräfte des freien Marktes glauben. Lieber Klaus-Peter, was wünsche ich dir? Behalte deine Gesundheit.
rauche vielleicht etwas weniger, genieße trotzdem in vollen Zügen das Leben und denke immer dran, wir in der Partei, in der Christlich-Demokratischen Union, im Rheingau-Taunus-Kreis, aber die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die brauchen solch geradlinige Politiker mehr denn je. Genieße den heutigen Tag, wo immer du auch bist. Ich bin froh und stolz, an deiner Seite stehen und kämpfen zu dürfen. Und wiederhole meine Eingangsworte. Glück auf und Gottes Segen. Lieber Klaus-Peter, wir wünschen dir alles Gute zu deinem 60. Geburtstag. Vielen Dank für deinen Einsatz für unser Land. Wir tun es nicht für uns, wir tun es für Deutschland. Auf dich! Lieber Klaus-Peter, ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem runden Geburtstag. Bleib gesund, bleib so wie du bist. Ich kenne dich jetzt auch schon knappe 10 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen länger, ich weiß es gar nicht genau. Die gemeinsamen Veranstaltungen waren immer sehr schön, sehr gesellig. Mit dir kann man reden, ich kann mal ansprechen. Dafür mögen dich auch die Leute aus unserem Kreis. Bleib so wie du bist. Lieber Klaus-Peter, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 60. Geburtstag und ich hoffe, du feierst schön im Kreise deiner Familie. Leider können wir in diesem Jahr nicht bei dir sein, aber wir sind im Herzen bei dir. Und ich soll dir noch eine kleine Anekdote erzählen. Und da fällt mir nur eine Sache ein, wie du mich damals in Berlin für die CDU angeworben hast. Ich bin dir unendlich dankbar dafür, dass du mich überredet hast, denn die Zeit mit euch war wunderschön und ich hoffe, das geht so weiter im Superwahljahr 2021. Go Klaus-Peter, bleib gesund, wir brauchen dich noch. Lieber Klaus-Peter, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 60. Geburtstag und bedanke mich für die Arbeit, die du für uns, für den Rheingau-Taunus-Kreis, jetzt schon seit so vielen Jahren in Berlin leistest.